Im Herzen von Mainz, in der Augustinergasse, liegt die Kunstgalerie Ostendorf. Eine außergewöhnliche Galerie mit einem außergewöhnlichen Konzept. Also was ich immer wieder von Kunden lobend höre, ist, dass es so wenig Galerien gibt mit diesem Konzept, wie wir das führen. Mit Kunst, die wirklich auch vom kleinen Geldbeutel bis natürlich zu auch ganz anspruchsvollen Kunstwerken reicht. Jedem nach seiner Fasson versuchen wir, das Bild an seine Wand zu bringen, das ihn glücklich macht. Die Galerie ist hier in Mainz in der Augustinerstraße seit 139 Jahren, ist einmal umgezogen, so quer rüber. Und ich führe jetzt die Galerie seit etwas über 10 Jahren. Es gibt noch eine Galerie Ostendorf in Wiesbaden, die gehört auch zu uns. Und dann hat meine Schwester noch eine Galerie in Heidelberg. Wir tauschen uns natürlich auch aus mit Bildern, mit Erfahrungen. Das ist immer ganz schön, weil es ja doch eine kleine Branche ist und man ist immer dankbar, wenn man Kollegen hat, mit denen man ein bisschen sich mal auch über Künstler unterhalten kann. Und dann gibt es noch eine Galerie Ostendorf in Münster, da gibt es aber keinen Inhaber namens Ostendorf, da ist nur noch der Name identisch. Die Auswahl der Künstler, die wir hier ausstellen, ist natürlich immer auch eine sehr subjektive Sache. Es muss mir auch einfach zum Beispiel gefallen, es muss ins Konzept passen. Wir können jetzt nicht 10 Landschaftsmaler gleichzeitig ausstellen. Und viele Künstler sind auch durch Kunstverlage vertreten, ähnlich wie es Buchverlage gibt. Und dann gibt es schon so Verlage, die sich Pop-Art mehr verschrieben haben. Und dann kann man da mal gucken, wenn man Pop-Art-Künstler sich interessiert, dann schaut man mal, was hat der noch im Programm. Und so erfolgt die Auswahl der Künstler. Aber es ist alles zeitgenössische Kunst. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Wir haben noch ein paar alte Stiche von Mainz, aber ansonsten der Schwerpunkt ist wirklich die zeitgenössische Kunst.